Dann geht's dann gleich weiter. Hoffentlich. Die Schlacht bei Yiling, Sommer 221 AD, Anno Domini. Ich verlasse mich auf dich, Lu Xun. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Story in diesem Spiel ist herrlich. So, diese habe ich tatsächlich noch nicht angeguckt gehabt. Sieht aber nicht minder belastend als andere Missionen aus. Gucken wir mal. Sun Quan erobert Hefei. Liu Bei erobert gleichzeitig Hanshan. Dadurch stehen die drei Länder gleich in Größe und Kampfkraft. Ohne die Bedrohung eines mächtigen Wei verschlechtern sich jedoch die Beziehungen zwischen Shu und Wu. Plötzlich und ohne Warnung bricht Krieg zwischen den beiden Parteien aus. Im Jahr 221 führt Liu Bei eine große Armee ostwärts gegen die Burg Yiling und lagert am Changjiang-Fluss. Sun Quan plant einen Überraschungsangriff unter dem Schutz der Dunkelheit. Die Schlacht beginnt und die Schicksale von Wu und Shu hängen in der Waage. Tatsächlich scheint das die Final Stage schon der, von der Wu-Fraktion zu sein, wenn ich das hier gerade richtig lese. Ich glaube, ich bin Wu-Fraktion. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, ich bin Wu-Fraktion. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Bei der Schlacht von Giling. Okay. Leuchtet in verschiedenen Richtungen auf jeden Fall. Ich glaube, ich sollte erst in den Norden reiten. Sieht mir aus, als ob es riskanter ist als im Westen. Wenn ich hier irgendwo durch die Mauern kommen könnte. Ist hier ein Durchgang irgendwo? Ah, hier. Musik schon wieder. Die geht halt immer richtig ab, aber das ist ja normal, glaube ich, bei diesen Spielen. Also ist ja auch bei Halo Warriors oder so. Bin mir sicher, ich glaube, die haben mehr AP als die von der letzten Stage, weil die scheinen nicht direkt zu sterben, wenn ich durchreite. Dennoch wichtig, dass ich ein bisschen dezimiere, damit meine NPCs auf die Offiziere gehen. Ich glaube, der ist jetzt vom Flat gefallen, ne? Sieht man halt immer so schlecht. Okay, auf jeden Fall ist er jetzt vom Platz gekommen. Ah, ne, er ist tot. Okay, never mind. Hier waren noch zwei, ne? Sind die beide tot? Ich glaube ja. Sieht gut aus, ja. Gut, dann reite ich mal weiter, I guess. So, können wir ja am besten aufräumen, wenn wir gerade schon hier sind. Ist ja irgendwie so ein... Also darf ich nicht durch.
Ich wollte gerade sagen, sind das Durchgänge von den Gegnern? Sehe ich das von hier aus? Tatsächlich sehe ich das nicht. Probieren wir es einfach mal. Weil wenn die da die ganze Zeit spawnen, wäre schlecht. Ah, hier ist einer. Guan Yu. Ich bin Guan Yu. Schön für dich. Du Pixel. Hi. So, Daumen mit dir. Bruder Liu, vergib mir. Ah, er ist der Bruder von Liu Bei, oder was? Okay, the more you know. Ich frag mich nur gerade, ob hier so ein Spawnpunkt ist in der Form von, dass wir noch einen Torwächter besiegen müssen. Scheinbar nicht. Scheinbar waren hier nur ein Offizier drin. Ist mein Pferd noch da? Ja, mein Pferd ist noch da. Ich habe immer Angst, dass das Pferd irgendwie spawnt. So. Hier aufräumen. Die Offiziere suchen von denen. Zhao Yun. Für Wahrheit und Ehre. Okay. Dann lass uns wahrheitsgemäß und ehrenhaft kämpfen. Mach erstmal deine Leute hier fertig. Er ist aber nicht auch runtergefallen, ne? Okay, in der Mitte haben sie Probleme. Dann sollte ich vielleicht gleich als nächstes hingehen. So. Sau jung. Okay. So, down. Ist meine Zeit endlich gekommen? Ja, deine Zeit ist endlich gekommen. So. Das. Deswegen dachte ich in den ersten Streams, dass das nicht geht. Weil es ist schon ein bisschen fummelig, auf das Pferd überhaupt raufzukommen. So, ich mache dir mal hier die Bogenschützen weg, damit die weiterkommen. Wollt mich doch nur weglocken, oder? Egal, ihr seid jetzt down. So, dann gehen wir unten in die Mitte, wo sie scheinbar Probleme hatten gerade. Ja, ich komme ja schon. Schießen sie mich vom Pferd runter. Bogenschützen in alten Spielen, ne? Einfach nur nervig. Jetzt fängt es noch an zu regnen. Perfekt. So, hier irgendwo gibt es Probleme, oder? Ich kann nichts sehen, es ist zu viel Regen. Links Maul schau. Ich gebe kein Pardon. Okay. Ich kann wirklich kaum was sehen bei diesem Regen Overlay, Shader, was auch immer das sein soll. Ich glaube, ich mache den so nebenbei gerade fertig. Okay. Na, ciao, ist auf jeden Fall down. Das kann nicht sein! Und doch ist es so. So. Dann gehen wir mal unten weiter lang. Man kann echt nichts sehen, ne? So, hier ist Huangzong. Huangzong wird gegen dich kämpfen. Okay! Schön, dich auch kennenzulernen, Junge. Erstmal ist er vom Pferd runtergeflogen.
Grinding bringt also wirklich was in das Spiel, wie man sieht. Also zumindest um die Kleinen besser wegzuhauen. Wenn die einfach nur Nebensache sind im Grunde genommen, ist das halt schon besser, ne? Ist er. Ist er schon down? Bin mir nicht sicher. Ich hätte auf jeden Fall keine Endsequenz gesehen. Also ich nehme nur an, er lebt noch. Sehen wir nicht. Okay, wir haben im Süden Probleme. Man muss zu sehen, dass ich hier. Also, vielleicht ist er hier weiter nach hinten gelatscht. Das ist nämlich auch noch roter Punkt. Ah, hier ist kein Regen oder was? Okay. Ist die Wand? Irgendein Offizier muss ja hier unten rumlaufen, dass der die Armee zerstreut, ne? Zhang Fei ist hier. Okay. Hat ja gesagt, hier soll einer sein. Will ich nur noch sehen. Sehen sind sie nichts. Nehmen wir an, wenn ich oben nicht gemacht hätte, wäre es eh nicht Probleme von oben gekommen. Toll, wir hatten jetzt schön das Intro von diesen einen Typen. Und wo ist er? Das ist auf jeden Fall Shamoke. Wo war er? Hier ist Yan-Yan. Hi Yan-Yan. Was ist da mit dir? Auf jeden Fall hier müssen die Leute verringern, damit unsere Leute weniger Probleme haben. Ah, da ist Zhang Fei. Und Zhang Bao. Die sind immer zusammen unterwegs, oder? Der anderen Map auch. Das sieht albern aus, wie wir. Ah, drei Offiziere auf einen Haufen. Let's go. Gehen wir mal. Hier ist schon Mauke wieder. Okay, den haben wir. Ha, vom Pferd gehauen. So, Zhang Fei. Down mit dir. Bruder, vergib mir. So, ich dachte, das ist einer von den Offizieren. Aber einer von unseren. So. Das ist nicht wohl anderen alle rumlaufen, aber solange wir hier noch die Truppen rum. Wir haben noch einer, ist ja auch schon down. Oh, auf jeden Fall viele Truppen hier von den gegnerischen Fraktionen. Ne?
nehme mal an, ich kann die kurz alleine lassen, ne? Das sieht jetzt nicht so aus, als ob sie die größten Gegner noch hier haben. Deswegen gucken wir mal, ob wir die Lücken wieder finden hier. Mit der Sichtweite jetzt nicht das größte, nicht das Beste, aber was soll's. Ah, hier ist ein Torwacher. Das meinte ich vorhin. So, aber den haben wir. Weiß zwar nicht, ob die Buffs noch irgendwas bringen mit meinem Charakter, aber wenn man gerade daneben ist, kann man ja mal nehmen. Da oben ist bestimmt auch eine Torwache. Genau. Sehr schön. Wieso kriegst du denn bitte OP zurück? So, damit haben wir diese Gegend hier abgesichert, würde ich sagen, oder? Ist hier noch her? Ne, die hauen auch alle ab gerade. Gut, dann können wir oben weiter. Hier ist jetzt dafür Nebel. Das ist quasi der Trick, warum man dann nicht weiterkommt. Okay, Sackgasse. Sackgasse. Weil entweder komme ich hier unten wieder raus oder dort, wo ich hin will, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Tor, ist ja auch. Ja, hier ist auch ein Tor, Hauptmann. Also egal, was sie hier für eine Lost-Rutz-Sache abziehen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich hier keine Einheiten mehr ausspuckt. Ne? Ah, da ist ein Shit. Ja, Shit. So, gehen wir weiter. Sackgasse. Das ist echt ein langer Bereich hier. Okay, hier sind wir wieder unten. Viel schlecht. Nur einmal hochzukommen. Das ist so jetzt gerade so ein bisschen so in die Richtung, die ich auf der Karte gesehen habe gerade. Es hat natürlich. Oh, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bin oben angekommen. Perfekt. Wo wollte ich hin? Liu Bei!
Keine Gnade für die, die Chaos in unser Land bringen. Okay. Wir haben einen Torhauptmann, den machen wir natürlich als erstes platt, weil ja, wir brauchen keine Reinforcements für unsere Gegner. So, Liu Bei, du bist erstmal von deinem Pferd, von deinem hohen Ross gefallen. Okay. Lass mich erstmal abschreiben, ja. So, Liu Bei. Wie man sieht, Liu Bei gleich 100% weniger nervig als Cao Cao Guard. Nein, der kriegt natürlich auch sein Leben und alles, das ist ja halt normal für alle. Okay, jetzt noch einer. Wulan ist hier. Wulan ist weg. Sogar meine Klinge gestürzt. So einfach mal nebenbei. So. Wer jetzt den falschen Buff kriegt, dann haben wir ihn. Ist er down? Ich glaube, er ist down. Ich war leicht abgelenkt vom Pfeil. Vergib mir, Guan Yu, Zhang Fei. So, und damit haben wir auch die letzte Ruhm-Mission. Ist doch schon mal perfekt. Ich denke mal, für alle anderen müsste ich wahrscheinlich einen anderen Charakter grinden oder so. Hey, lief doch super. Sehr schön. Yay, das wir haben Feier. Das noch aus der Zeit der gelben Turbane resultiert, ist zu Ende. Das Zeitalter von Yu und Kaiser Sun hat begonnen. Sehr schön, das ist quasi das Wu-Ending, I guess. Sind das Credits? Sun Changjian, die Tochter von Sun Jian, ein schönes, doch kämpferische junge Frau, deren Interessen eher Schwerter und Strategie, denn Seide und Romanzen sind. In den Annalen der chinesischen Geschichte sticht der Name Sun Changjian besonders hervor. Durch seinen Mut wird Sun Jiao bezwungen und dadurch dem Aufstand der gelben Turbane ein Ende gesetzt. Später überlässt sie den berühmten Lu Bu und beendet so die Tyrannenherrschaft von Dong Zhuo. In der Schlacht von Shibi gelingt es ihr, gegen eine riesige Übermacht Cao Cao in die Flucht zu schlagen. Sie verfolgt Cao Cao bis nach Hefei, wo sie ihn endlich vernichtend besiegt. Schließlich überwindet sie bei Yi Ling, den letzten Gegner des Sun-Herrschers. Wus Offizier Sun Shang Xian hat ihre Truppen aufgrund ihrer hervorragenden Strategie wiederholt zum Sieg geführt. Es gibt in der Armee von Wu niemanden, der ihr gleichkommt. Ihr selbstloses Wirken für die Ziele von Sun Quan hat Sun Shang Xian den Ruf der klugen und vielseitigen Taktikerin eingebracht. Boah, das war viel zu schnell. Besonders mit den ganzen komplizierten Namen. Legendendynastischer Krieger. Haben sie Dynasty Warriors mit dynastischer Krieger übersetzt, oder was? Das ist japanisch.
It's just an easy game, sagt er. Auf jeden Fall, wie in jedem Move, so kann man auch ganz viel grinden und ich werde dann halt einfach, denke mal, erstmal einen Charakter pro Fraktion machen und mal sehen, ob ich vielleicht für andere Charaktere dann noch die anderen Charaktere grinde. Aber tatsächlich werde ich wohl erstmal, ja, das klingt auch nach Avex, klingt ein bisschen wie jemand, den ich kenne. Auf jeden Fall, ja, werde dann erstmal die anderen Fraktionen, denke ich mal, spielen. Ergibt, glaube ich, am meisten Sinn, dass man da die Story, das bisschen, was man da hat zumindest, dann hat. Jo. Ich hatte sogar ein, sag mal, San Quan Jian Ending gehabt, wo man ihre Story quasi beleuchtet hat, ne?